Hallo, was geht ab, liebe Leute? Wir sind auf dem Weg auf die nächste, zur nächsten Location, sorry. Wir befinden uns hier in einem alten Wohnhaus. Und wir gucken jetzt mal, ob wir für euch einen Eingang finden. Boah, das ist schon ziemlich verwuchert, verwachsen. Aber wir starten mal rein. Bis gleich. So, wir sind an der Location angekommen. Man sieht schon ein richtig schönes, ja, villaartiges Haus. Gucken wir mal, ob wir reinkommen. Und der Eingang ist für uns geöffnet. Oh mein Gott. Leute, schaut euch das an. Wodkaflaschen. Hier ist schon alles demoliert. Ich finde das alles immer so schade, wenn die Leute hier alles kaputt machen. In so einem schönen Haus. Wir gehen gleich nach oben. Ich sehe schon, hier ist ein schöner Parkettboden. Wobei sich hier noch ein Teppich befindet. Alles kaputt, alles voller Scherben. Gehen wir mal raus. Ein uralter Fernseher. Und hier geht es sogar noch weiter. Das Haus sieht von außen gar nicht so groß aus. Hier geht es in den Keller. Da können wir nachher mal reinschauen. Die Küche. Noch eine Wokpfanne am Start. Ein Wein. Wir wissen ja, Wein hält eigentlich ganz lange. Ups. Hier finden wir kein Ablaufdatum. Aber was haben wir denn hier? Kühlschrank, einen ganz alten Kühlschrank und ein Toaster. Hier eine Spielfeder. So, jetzt haut es mich noch auf die Funzel hier. Von, ich sehe es nicht. Ah, hier. 2002. Und die andere ist auch von 2002. Was ist hier? Ein Schöpflöffel. Ja, was sich halt so in der Küche alles befindet, ne? Ah, noch diverse Teller, Tassen, Gewürze. Hier ist ein Gewürzschrank, aber der sieht nicht mehr so lecker aus. Bah. Kaffee noch hier. Am Start. Puderzucker darf in keinem Haushalt fehlen. Und hier so ein Vorratsraum. Hier ist knallhart so ein Vorratsraum. Mit der WC-Ente, Wein, Essig, Öl, Töpfe. Und die Türe schon ziemlich, splittert schon alles ab. Der Ofen ist auch, naja. Gehen wir mal weiter. Hier geht es nicht mehr lang. Hier
hier auch noch mal einen Kalender von 2001. Also können wir davon ausgehen, dass dieses Gebäude schon seit 2002 verlassen ist. Hier auch ein ausgenommener alter Fernseher von Philips. Der gute alte Philips. Läuft hier noch Wasser? Dann gehen wir ins Bad. Oh, mal andere Fliesen. Ja. Nicht immer nur diese hässlichen gelben Fliesen. Und auch hier das Fenster, hier war schon lange niemand mehr. Hier wächst schon alles fast rein. Hier, Zimmer Nummer 3. Was war das hier, mein Hotel oder? Ein Bett voll mit Federn. Hier noch ein paar Stühle. Und wieder ein Wein. Ein Schrank. Eine kleine Kommode oder Nachttisch. Jetzt hierhin noch mal ein Zimmer. Auch mit Teppich. Wow, Leute, da kommt schon die Decke runter. Wow, aber richtig übelst und der Schwarzschimmel ist auch schon da. Schön die Rollos zu. Ja, wer kennt's? Oh, 70er, 80er. Gucken wir mal. Sollen wir jetzt schon in den Keller? Ja. Gehen wir mal in den Keller gucken. Alles schön mit Teppich. Meine Schuhe, die quietschen. Ein uralter Sicherungskasten. Und auch hier alles ramponiert. Hier wäre auch noch ein Eingang gewesen. Eigentlich, ja, recht groß hier. Könnte man einen schönen Partyraum draus machen. Mal runter. Das ist der Heizraum. Zwei Stühle. Mal ein Zimmer. Auch wieder mit zwei Betten, eine Kommode, Schrank und sogar der Kronleuchter steht noch am Start. Hier auch wieder ein größerer Raum mit einem Doppelbett. Das ist mal ein Hotel, aber guck mal, der kommt schon richtig runter. Irgendwie sackt sich das voll ab hier. Ach, jetzt wissen wir, wo der Nikolaus herkommt. Gibt's einfach ein Nikolaus-Kostüm hier. Eine uralte Lampe.
Eigentlich recht schön. Noch ein Schrank. Von außen sieht das Ding gar nicht so groß aus, aber ausbaufähig hier. Unten gibt es noch eine Toilette. Bitte und danke. Ein alter Stuhl. Wo geht's hier hin? In den Waschraum. Hier noch die. Ah, das ist wieder so ein Ding. Ah, hier ist auch wieder so ein Ding. Wer weiß, was das ist? Vielleicht der Füllstand von diesem Öl oder was, die da gelagert haben. Der Kühlschranktest, Leute. Und schön sauber und leer. Hier war der Waschraum. Bosch. Gruselig. Eine Geldkassette. Dann gehen wir mal nach oben. Oben waren wir noch nicht. Sicherungskasten, aber Strom läuft nicht mehr. Wo geht's denn raus hier? Dann gehen wir mal hoch. Sind wir von da gekommen? Das ist so verwinkelt hier. Hier, der schöne Parkett. Hier kommt auch schon die Decke runter. Dann gucken wir mal, was oben ist. Kühlschrank, der ist leer. Boah, die Schränke. Da geht's noch in den Dachboden. Hat hier mal jemand geschlafen? Ein uralter Staubsauger. Bedienung. Ein Einbauschrank.
Toilette. Und dein Zimmer. Oh, Bett. Leute, ich habe so ein ungutes Gefühl. So ein richtig ungutes Gefühl. Zimmer Nummer 8. Was war das hier mal? So. Auch hier nächste Zimmer. Was ist das? Schrank. Hier ist, da gehe ich aber nicht rein, weil wir haben ja gesehen vorhin, der Boden kommt runter, aber hier steht noch so ein schöner Schrank. So ein schöner alter Schrank. Und hier geht es auch noch mal in zwei Zimmer. Ne, hier ist Bad. Hier ist noch mein Zimmer. Hallo? Oh, eine Maus oder so. Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Die Lampe. Krass. Das Badezimmer. So, Leute, ich glaube, das war's mit der Location. Mehr gibt es ja auch nicht zu sehen, aber der Raum, der gefällt mir am besten hier. Das wäre so ein süßes, kleines, schnuggeliges Kinderzimmer. Und dann verabschiede ich mich bei euch und wir gehen ab zur nächsten Location. Hallo, was geht ab, liebe Leute? Wir sind auf dem Weg auf die nächste, zur nächsten Location, sorry. Wir befinden uns hier in einem alten Wohnhaus und wir gucken jetzt mal, ob wir für euch einen Eingang finden. Boah, das ist schon ziemlich verwuchert, verwachsen, aber wir starten mal rein. Bis gleich!